Moin, jetzt wurde von mir heute einmal zu der Elite-Trainer-Box. Ich habe in meinem anderen Video schon gesagt, dass die auf dem Weg ist. Heute ist sie gekommen. Wir schauen mal direkt rein. Der ein oder andere wird vielleicht auch. Ich bin leider von Corona erwischt worden. Aber dennoch lasse ich es mir natürlich nicht nehmen, hier reinzuschauen. Und bin auch sehr gespannt. Bisher mit dem Display hatten wir mehr oder weniger Erfolg. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal, was die Trainerbox verspricht oder wie die Pullrate ist und ob wir da vielleicht noch den einen oder anderen Banger rausziehen können. Ansonsten ganz klassisch, neue Booster sind hier drin, Sleeves, eine sehr coole Promokarte, die werden wir uns gleich auch anschauen, da bin ich schon sehr gespannt drauf. Alles im ja, Starter-Design, also in Blue Manda, ein Booklet. So, und dann einmal die Box. Und dann, so wie wir es kennen, Finlay. Mal raus. Damage Counter, Stack Energien, Schanz, einmal aller Würfel, Kati weiter. Dann haben wir die Code Card für euch, ein paar Sleeves. Schauen wir mal schnell, ob die transparent oder die etwas milchiger haben. Scheint wieder milchig zu sein. Dann ist dem so. Und dann natürlich die Promokarte. Und das ist das gute Stück. Einmal Blue Manda am Fenster, bisschen angepisst auf die Taubsies. Und ja, schauen Sie mal an. Na. Finde ich auf jeden Fall sehr nice. Artwork her. Kann man wirklich nichts sagen. Hat keine Oberflächenstruktur. Aber eine richtig solide Promokarte. Und nehmen wir natürlich an der Stelle auch direkt mit. So, ansonsten swappen wir mal direkt rein in die Booster. Und ja, ich werde gar nicht so viel schnacken. Wir gehen einfach das einmal flott durch und hoffen auf das Beste. Codecard und wir lassen es einfach diesmal so. Duflo, Bronze, Snorl, Chillingill, Omoth, Mortipok, Tintara, Patrouillenkappe, Nice, Volnona, im schicken Artwork, Holo. Aber das ist ein richtig solider Start und ja, sieht wirklich auch richtig mächtig aus. Tüten wir mal direkt ein. Ja, und dann hoffen wir mal, dass unsere Pull Rate so weitermacht, wie sie jetzt gerade aktuell zu sein scheint. Das kann natürlich auch First Pack Magic sein. Wir schauen einfach. So, einmal eine Code Card. Brauchen keinen Energietrick. Gruff, Ekuli, Togepi, Kaneko, Pumat Patrouillen, Kappel, Bluebella, Pokémon Hauptquartier, Schlickter, Zenlong, normale Holo. Ansonsten könnt ihr ja mal sagen, wie ihr das Set findet. Wie gesagt, ich bin an sich ein Fan. Finde hier sind ganz coole Artworks dabei. Ich finde es auch cool, dass sie nicht immer nur diese legendären großen Entwicklungen auf die Elite-Trainer-Boxen jetzt packen, sondern dass auch mal ein paar andere Sachen kommen. Auch hier wieder nichts. So, da auf jeden Fall Props an die Pokémon Company. Hat. Blip, Kamaup, Blumkiefer, Togemaro, Frau Kunz, Emugibrief, Evoli, Taubsi und Friedewuff EX. So, soweit, so gut. Ich glaube, 4 Booster, 2 Hits. Jetzt nicht die absoluten Banger, aber ja, passt für dich persönlich. Und wenn ich eins weiß, dann, dass bei Elite-Trainer-Boxen alles geht und nichts gehen muss. So, Snubbel,
Linke, Lunastein, Fojuja, Verrock, Skoppel, Squalop, Reflex. Auch mal hier rüber. So, jetzt haben wir hier noch 4 Booster. Und wir rushen einfach weiter. Wir haben hier nicht unnötig Zeit. Wir wollen ja nur einmal schauen, wie sich die Pull Rate hier verhält und was geht oder halt auch nicht. So, Gehweiler, Flampion, Froxy, Fubbler, Rambit, Sonfell, Hundemon, Tuiki, Shivox. Ja, bisher jetzt kehrt hier ein bisschen Ruhe ein. 9 Booster, 2 Hits. Wäre ein bisschen wenig für meinen Geschmack. Aber das kann passieren. Aber wir haben auch noch 3 Booster. Also nicht verzagen und believen. Und dann geht hier vielleicht noch was. Codecard. Rotomorph. Petsneef. Spoink. Slipperin. Voluminous. Technaboxy. Panzerheron. Boni. Membrana. Oh. Ja, sieht nicht so Bombe aus. 2 Packs haben wir noch. Nein, das Volnono. Und die Promokarte. Auf jeden Fall schon mal richtige T9. Ist ja aber allerdings ein bisschen zu wenig bei neuen Boostern. So, Vulpix, Paragoni, Felino, Bumbleen, Granbull, Groink, Calamaro, Herkuli, Groink und ja, sieht nicht gut aus, Leute, sieht nicht gut aus. Letztes Pack, Fast Pack Magic, maybe. Ein First Pack Magic, also wäre es doch ein rundes Ding, wenn ich jetzt hier auch noch einen Banger beenden. Aber ich ahne Böses. So, Gehweiler, Flampion, Froxy, Scrubbler, Siana, Braido, Iradax, Lavita, Panzereron. Ah, okay, wir haben noch einen Hit. Wir haben einmal Poppy, Full Art. Ich weiß nicht, die meisten wissen wahrscheinlich, die meine Videos gucken. Ich bin nicht so ein Fan von den Full Art Trainern. Ich weiß, sie sind in der Community mal beliebt. Meins ist es nicht so. 9 Booster, 3 Hits, also jedes dritte im Prinzip, plus eine Promokarte. Ja, ist eine okaye Ausbeute, könnte aber tatsächlich besser sein. Und damit bin ich raus.